Die Anzahl der Krisen ist eindeutig größer geworden und wir müssen hier eigentlich den Pflock einschlagen mit der Ablösung des Dollars vom US-Goldstandard unter Richard Nixon. Bis zu diesem Zeitpunkt war die Krisenfrequenz eine deutlich überschaubare als nach diesem Zeitpunkt. Und je weiter eben auch die geldpolitischen Experimente vorangetrieben worden sind, desto höher wurde die Krisenanfälligkeit. Wenn Zentralbanken wie die Federal Reserve unter Alan Greenspan von neuen Paradigmen fabulieren, dann ist so etwas eben Ausdruck von am Ende Fehlallokation des Produktionsfaktors Kapital, die dann Krisen zur Folge haben. Und im Endeffekt, gerade wenn wir in dieses neue Jahrtausend schauen, dann haben wir eine Krisenkonfluenz. Wenn du den vollständigen Beitrag sehen willst, dann schau einfach auf unseren Kanal. Dein Team von Finanztalk TV.